ist Deutschlands bekanntester Kinderphilosoph, obwohl er nie Philosophie studiert hat. Das Leben hat ihn alles gelehrt. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ganz oben, aber auch ganz unten ist. Janosch, der Erfinder der schwarz-gelb gestreiften Tigerente und des Bären, die wir unter anderem von ihrer Reise nach Panama kennen. Seine eigene Kindheit war alles andere als eine Idylle. Sie war vor allem geprägt durch Schläge, einen betrunkenen Vater und eine furchteinflößende christliche Erziehung. Mit dem Zeichnen hat er sich seine kleine Insel geschaffen. Die hat er sich bis heute zu seinem 80. Geburtstag bewahrt. Wir gratulieren, Lydia von Freiberg. Eigentlich kann sie nicht gerade viel. Gestreift und stumm und immer dem ausgeliefert, der sie gerade hinter sich herzieht. Ein ziemlich hinterhältiges Ding, mit dessen Erfolg ihr Schöpfer niemals gerechnet hätte. Scheiß Tigerente. Mögen Sie die nicht? Nee. Mögen Sie nicht leiden oder mögen Sie einfach nicht drüber sprechen? Ich halte die für kitsch. Ich habe die eigentlich aus Hohn da rein, ich habe die in ein Bild reingemalt, weil da Platz war. Oh, wie schön ist Panama. Tiger und Bär haben eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Trotzdem ist der Bär überzeugt, dass das wahre Glück anderswo wartet. In Panama. Wenn Sie nicht weiter wissen, gehen Sie immer nach links, um am Ende wieder bei sich zu Hause anzukommen. Die beiden sind absolut sicher, Panama erreicht zu haben. Das Paradies, sagt Janosch, ist in uns. Er mag Kinder, aber nicht ihre Eltern. Geboren 1931 in Oberschlesien. Der Vater nennt ihn Horst, nach dem SA-Sturmführer Horst Wessel. Die Mutter, eine verhinderte Schauspielerin, ist bigott und brutal. Der Kaplan auf der Jesuitenschule dreht den Kindern so lange an den Ohren, bis das Blut in den Kragen läuft. Der Vater säuft, prügelt. Er fängt Vögel und deckt den Käfig mit einem Tuch ab, bis sie sterben. Mit 13 lernt er Schlosser, dann Textilweber. Mit 20 landet er in München. Er hat einen Traum, Kunst studieren, an der Akademie. Nach einigen Probesemestern fliegt er raus. Mangelnde Begabung, attestieren die Professoren. Er stürzt ab, trinkt. Die Frauen, die er will, bekommt er nicht. Verzweiflung und unerfüllte Sehnsüchte. Horst Ecker, der sich jetzt Janosch nennt, bringt seine Dämonen aufs Papier. Zeichnungen zu Gedichten von Bukowski. Er jobbt für einen Verleger, zeichnet Kinderbücher, ohne jeden Erfolg. Er ist jetzt 47. Ich hatte die Schnauze voll von Kinderbüchern, keiner kaufte die. Und da wollte ich einen Racheakt an der Welt landen. Ich wollte ein Kitschbuch machen, Kitschbuch. Da gibt es ja so ein paar Regeln. Es muss ein Kuschelbär dabei sein und der Bär muss eine Reise machen und der muss einen Freund haben und schon fangen die Weiber an zu heulen. Oh, wie schön ist Panama, bringt den Durchbruch. Janosch wird der erfolgreichste Kinderbuchautor Deutschlands. 300 Bücher übersetzt in 40 Sprachen. Auflage 12 Millionen. Bundesverdienstkreuz, Ehrenorden des Landes Panama. Am großen Geschäft mit der Marke Janosch verdient er selbst angeblich gar nichts mehr. Er hat seine Anteile an der Janosch AG verkauft. Da kommen solche Scheißbücher, die eine Katastrophe sind, und dann steht mein Name drauf. Und die Leute merken, das ist echt viel schlimmer. Die kaufen etwas, was, und schieben mir das in die Schuhe. Also das tötet mich. Manchmal sei der Irrtum besser als die Wahrheit, sagt er. Bei Janosch ist immer alles möglich. Die Gene des kleinen Wahnsinns nennt er das. Bekennender Autist, Anarchist, Aussteiger. Erst Ibiza, dann Gomera. Gerade hat er seine Fans erschreckt mit der Ankündigung, er werde keine Kinderbücher mehr machen, nur noch in der Hängematte liegen und Wein trinken. Seine Asche möge man bitte auf Teneriffa verstreuen. Da hat sich einer mit allen angelegt.
mit der katholischen Kirche, die ihn aus den Kinderzimmern verbannen wollte, und mit den Frauenbewegten, die nie verstanden haben, dass da eigentlich nur ein Romantiker nach Liebe sucht, ein Verhinderter eben. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würde Janosch sich vom Acker machen. Rente mit 80. Wie ist denn Ihr gefühltes Alter? 14. Nein, 19. Herzlichen Glückwunsch. Magst du Kinder? Manche, die meisten, sagen wir alle.